So, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda Folge 2 mit Midi und unserer Figur Scott Ryder, der um seine Schwester bangen muss. Und hier steht die gute Cora, die mich jetzt schon... Wow. Also, da würde ich echt nicht nein sagen. Find, die hat was. Die hat irgendwie was... So was Rebellisches an sich. Rebellische Frauen. Oh. Ganz heiße Ware. Sind okay, Sie bereit? Ja, natürlich sind wir bereit, Cora. Was ist los? Die Energiewerte steigen drastisch an. Wow. Scheiße! Könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hey, du kümmerst dich hier. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Das ist also der Scanner. Alles klar. Ryder, versuchen Sie, die ganze Leitung zu scannen. Sie müssen den Defekt finden. Es gibt keine Hinweise auf einen Defekt in dieser Komponente. Suchen Sie weiter. So Energieübertragung und dann sind die Energie nicht ausgleichen, droht ein vollständiger Blackout auf der gesamten Arche. Ich weiß, ich weiß! Beeilung, Ryder! Suchen Sie nach dem Defekt! Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden! Ein defektes Relais! Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Okay, Energierelais zurücksetzen. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Es klappt. Oh. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Ruf die Brücke und gib Captain dann Bescheid, dass das hier nicht lange halten wird. Wir arbeiten mit Klebeband und Gummibändern. Es wird also mit ziemlicher Sicherheit wieder passieren. Der Kerl hat hier offensichtlich Probleme mit der Wegfindung. Okay. Also gleich mal Schwierigkeiten. Die Technik funktioniert nicht. Und meine Fresse, sieht das gut aus. Hier spricht der Kerl. Boah. Ich brauche nach wie vor ein Update über unser Sensorgitter. Danke. Das war echt brenzlig. Ich glaube nicht, dass wir schon aus den Gröbsten raus sind. Keine Ahnung, was wir da getroffen haben, aber es hat uns übel zugesetzt. Ich schätze, ich fange besser mal an, dieses Chaos zu beseitigen. Warum gibt's da keine Untertitel? Okay, für alles haben sie nichts Untertitel. Haben sie nicht untertitelt. Okay, Kacke war gleich mal am Dampfen. Gibt's hier was? Wir erhalten aus dem Lichtschiffteilen Berichte über Zeitweise. Hallo, du da oben? Okay. Dann weiter, Cora. Das war knapp. Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das Abenteuer beginnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Ein Override erzwingen und man könnte das System wieder zum Laufen bringen. Ein Versuch ist es wert. Offenbar hat es die erwischt, aber da gibt es ein Datenpad. Ereignis-Tracking Logs, automatische Logs, Berichtdurchlauf 2819 Identifikator QPAZ. 2185 Aufbruch, Prozeduren bestätigt. Stase-Abregung aktiviert. Ein Jahr später anomale Com-Sensorwerte, Bericht gespeichert. Knapp 200 Jahre später und dann fast 100 Jahre später, haben wir 150 Jahre später, Kursabweichung registriert, Bericht gespeichert. Kurs korrigiert, bestätigt.
Dann wieder ein paar 50 Jahre, rund 50 Jahre später, Archen Passero, Leucinia, Nathanos Zustand in Ordnung. Rund 80 Jahre später, Gitterfehler registriert, Bericht gespeichert. Im selben Jahr Gitterfehlerreparatur fehlgeschlagen. Okay. 400 Jahre später, Zielflugbahn bestätigt, Zielannäherung bestätigt. Also scheint schon irgendwas nicht funktioniert zu haben. Bestätigt, Staseaufhebung aktiviert, bestätigt. Nexus Eichen Passero, Leucinia, Nathanos nicht gefunden. Sensorfehler, Fehler. Ja, Technik. Die Technik im Arsch. Okay. Dann mal los, Cora. Ich hab dich schon lange genug warten lassen. Und euch ja draußen auch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Naja, ich sag mal so, ne? in einer fliegenden Metallhülle zu überleben ist immer sehr gering. Mein Vater hat nicht ganz Unrecht. Fester Boden klingt im Moment ziemlich gut. Ja, ziemlich aber... Ziemlich gut. Ist nicht gut genug. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Die Wahl des Tons. Genau, das hatten wir schon. Stimmt, der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert. Und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich.
Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Er ist besorgt. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja, und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Bitte machen Sie so schnell wie möglich Meldung. Okay, Sie sollten Ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glückstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Na toll. Alec Riderspind, Sarah Riderspind. Ich guck mal auf die schlaue Uhr. Wir haben noch genügend Zeit. Das ist schön. Ja, da sind wir schon in unseren Klamotten. Datenpad. Und war das der erste Flirt mit Cora? Bin jetzt schon Feuer und Flamme für Cora. Handbuch für Pathfinder, Pathfinder Teams, so Einführung. Als Mitglied des Pathfinder Teams spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Bemühung der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren. Das Team muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen. Statusverifizierung goldener Welten, Aufklärung und Kartografierung unbekannter Gebiete, Planeten und Himmelskörper, wissenschaftliche Analysen und Entdeckung neuer Phänomene, potenzieller Erstkontakt mit Fremdspezies, Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen, allgemeine Unterstützung von Siedlungen und Außenposten. Ja, eine ganze Menge, die wir da vorhaben. Können wir hier bei unserem Vater mal reingucken? Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Na dann. Durchhalten, Sarah. Aber Hauptsache erstmal die Tür aufgemacht. Datenpad. Protokoll bei Erstkontakt. Sollte ein Mitglied des Pathfinder-Teams auf intelligentes außerirdisches Leben stoßen, muss das Erstkontaktprotokoll strengstens eingehalten werden. Die Andromeda-Initiative zählt die Grundsätze des Friedens und der Kooperation zu ihren zentralen Werten. Aggressive Handlungen gegen Außerirdische sind nur gestattet, wenn diese eindeutig feindselige Absichten an den Tag legen und wenn Mitglieder des Pathfinder-Teams sich in akuter Verletzungs- und Todesgefahr befinden. Okay, verstanden. Ja. Selbst wenn Sie also in der Milchstraße Berge gesehen haben, kennen Sie die in Andromeda noch nicht. Ich muss mal ganz kurz was gucken, und zwar, ich habe doch die Untertitel angemacht. Okay, offensichtlich ist es ein Fehler vom Spiel. Okay, und wo ist da die Gott? Arthur Ryder zum Hangar. Eine Sekunde. Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja, wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Er war völlig konzentriert. Wir sollen zusammenpacken und abmarschbereit sein. Kurz und prägnant, was? Wird gemacht. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Ja, wir sollten ihn nicht gleich... Kein Wenn und Aber, denke ich. Okay, ich hab's. Tourismus. Sobald wir eine Welt gefunden und uns angesiedelt haben, will doch bestimmt jeder mal für einen Tag Pathfinder spielen. Und das soll die Leute anlocken? Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Tut mir leid. Achso, ich habe das Radio ausgemacht, okay. Hier ist Fischer. Können wir mit den anderen beiden noch reden? Ja, wir können mit Fischer noch reden.
Ryder? Hey, Fischer, wie geht's? Ich habe von der Brücke Leuten hören, dass Ihr Vater und der Captain in dieser Sache nicht einer Meinung sind. Gerüchten sollte man nie trauen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Genau. Und es hat auch niemand gehört, wie Sie sagten, dass Sie festen Boden unter den Füßen bevorzugen. Noch ein Gerücht. Zum Glück hat Dan eingelenkt. Ihr Dad ist der N7 hier. Er hat die meiste Erfahrung und er ist der beste Schütze. Ich gehe dahin, wo er hingeht. Na, dann hätten wir ja alles geklärt, Kollege. Es gibt hier was zu scannen. Ach, der Stein. Der Glücksstein. Ah. Ihr Vater war auf der Erde Bergsteigen und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt allerdings. Harper, Ryder, zum Hangar. Laut Analyse handelt es sich um Alkalifeldspat und Quarz, allgemein bekannt als Granit. Dieses Mineral ist auf der Erde allgemein als Granit bekannt, okay? Magmagestein. Kann man nicht mit Cora sprechen? Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Okay. Hi, Cora. Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Huh? Ja, aber ich bin heiß, Baby. Ich bin heiß. Wir müssen raus da. Das wäre ja auch stinklangweilig. Ich brenne darauf, herauszufinden, was uns da unten erwartet. Ich weiß, was Sie meinen. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn Sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Ehrlich gesagt, esse ich lieber, als gegessen zu werden. Ach, man ist erst dann ein echter Entdecker, wenn man ein paar Narben hat. Oder Bissspuren. Alles klar, dann kümmere ich mich besser mal um meine Ausrüstung. Nicht, dass ich jetzt schon die erste Möglichkeit... Ich habe in der Milchstraße ja schon so einiges gesehen, aber sowas wie das da noch nie. Ja, ich auch nicht. Und aus unser Helm. Erledigt. Sehr schön. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Okay, ich gucke währenddessen mal auf die schlaue Uhr. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss.